bei einer weiteren Folge von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und heute, ne, die Perle leuchtet heute endlich mal. Ich bin erhellt. Und der Diamant neben mir strahlt. Oha! Hier, schaut Leute, ich hab wirklich Diamanten. Pum, 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 pum. Let's go, rein in die Folge. Rein in die Olge. Ich hab das gesehen, was du gemacht hast. Nee, ich hab dahin. Ich hab das gesehen, was du... Okay. Ja. Leute, wir sind wieder da in Pokémon Iced Out. Auf der nächsten Route. Und ja, red mal mit dem Lucius. Hey Foxy Bell, wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Bei das mir? Haben wir beim Ach, letzten Mal alles, schon ja, vorgelesen. Bestens, ich weiß, aber ich wollte halt auch mal was lesen. Du ja. hast die ganze Zeit gelesen, ich habe gar nichts gelesen. Du und darfst ich kann beim überhaupt nächsten nicht beweisen, mal. Dass ich lesen kann, weil okay. du immer alles liest. Ich nehme links, weil du hast rechts genommen. Yes. Okay, es hört sich geil. Oh, was ein Zufall. Zufander, wollte ich gerade sagen. Freunde, die letzten Folgen haben wir einige Encounter uns gegönnt. Was ein Zufander. Und so auch in der letzten Folge. Und zwar haben wir zwei neue Pokémon am Start. Lava und zwar ein Ponyta und ein Skunkapu. Mit frohem Wesen. Und ich habe es Hamsley genannt. Nach Sherman Hamsley, einem sehr treuen Zuschauer. Kuss und Grüße gehen raus. Ich freue mich immer, wenn du im Chat bist. Allerdings versprühst du auch so eine gewisse Duftnote. Und dementsprechend... Du bist so gemein. Ja, aber eine, du bist einfach gemein. Eine freudige Duftnote, verstehst du? Ich freue mich dann immer, weil ich weiß, Sherman ist da. Das ist ein ziemlich gutes Wesen für Hamsley. Insbesondere mit der Duftnote. Davon habe ich, by the way, noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass diese Fähigkeit existiert. Duftnote lässt das Ziel beim Angriff eventuell durch Gestank zurückschrecken. Dafür müssen wir zuerst mal outspeeden, was schon generell mal eine Herausforderung wird für ein Stinktier, aber... Aber du hast ja Initiative Plus. Wir haben Initiative Plus und vielleicht wird das was, meine Freunde. Also es ist kein schlechtes Wesen. Tatsächlich zum allerersten Mal in dieser Nuzlocke. Ich habe Let's meinen Ponyta nach Muffin Maker benannt, weil ich finde Muffin für ein Ponyta ist doch zuckersüß und man würde nicht damit rechnen, dass sie alles abfackelt. Hitzig und ja, Spezialangriff plus und Spezialverteidigung minus Angsthase. Ich weiß gerade nicht, was zu was Angsthase werden könnte eventuell, aber das finden wir noch raus. Yes. Es hat halt nur Glut, ne? Tackle kann ich halt auch nicht mehr anfangen. So, Foxy, ich Ich pflück jetzt erstmal meine Bären. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Okay. In einer ganz bestimmten Nuzlocke von mir habe ich auf dieser Route hier mein Starter-Pokémon verloren. Gegen ein bestimmtes Pokémon. Ich werde dir nicht sagen, welches. Und ich werde dir nicht sagen, wie. Viel Spaß. Toll! Super! Also, ich gehe dann mal. Du schaffst es doch alleine hier, ne? Oder? Ja, einfach damit du Bescheid weißt, hier habe ich eins meiner geliebten Pokémon damals verloren. Gut, ich werde erstmal Bären pflanzen, um den Stress abzubauen. Dann komme ich auch. Das war, by the way, mein Starter. Das war mein Starter, den ich damals auf dieser Route verloren habe. Gegen Panflam hast du Chillas eingesetzt oder was? Oder wie? Oder nein, jetzt? Ich hatte Panflam. Ach so. Und Panflam war auf dieser Route gestorben. Ja, scheiße. Aber warum? Tja, das, meine Freunde, werdet ihr herausfinden, wenn ihr die Nuzlocke guckt. Und wie ich da reagiert habe, holla die Waldfee, Digga. Das holla. War eine, holla die Waldfee. Das war eine Überraschung, Freunde. Walla, die Waldfee. Walla. Du hast erst Holla gesagt. Nee, ich hab Holla gesagt. Ich muss mal hier tauschen, weil Mio kann nicht wirklich was. Du solltest vor allem mal hinmachen
Weil ja. Ich bin schon fast wieder über alle Berge. Du hast ein paar Trainer ausgelassen, oder? Nee. Nicht? Nein. Ja, badabababababababa. Das ist, by the way, die geilste Musik. Du musst jetzt jodeln. Ich kann nicht jodeln. Ach, doch nicht mich. Let's go! Wanderer Nico? Lüge! Weißt du, was ich mich frage? Warum in diesem Spiel immer die Wanderer fett sind? Warum sind gerade Wanderer? Warum sind gerade Wanderer fett? Verstehe ich nicht. Macht für mich absolut keinen Sinn. Was guckst du? Ich überlege gerade, was ich hier mache. Ich mache Scheiße gerade. Weißt du, das wird mich doch... Bro, das ist 10 Level unter dir. Ja, ich habe halt trotzdem keinen Bock, irgendwas zu riskieren hier. Ja, aber nicht Ponyta. Nee, warte mal. Das andere macht mein Ding ins Weg, ne? Ja. Aber der schafft einen Ponyta nicht. Oder? Jetzt erst recht nicht. War ja klar. Zum Glück ist Aquaknarre speziell. So, schau mal, wie du das getankt hast. Okay. Ja, ist ja in Ordnung. Das sind die sky-high Defense-Werte von diesem Ding. Und ich setze, by the way, gerade zum ersten Mal Oru ein. Wer war Oru? Mein Mein Schalellos. Die Jodelschnecke. Die alte Jodelschnecke, Alter. Oh, Wasserdüse, endlich. Nice. Yeah, let's go. Das ist Ruckzuckhieb in Wasser. Sternschau macht 60. Ja, ist aber speziell. Scheiß auf Sternschauer. Wah, money, booty, ba. Ui! Sehr gut. Alter, ich bin stolz auf Oru. Ich meine, Oru kämpft gerade gegen Pokémon, die 10 Level niedriger sind, aber ich bin trotzdem stolz auf Oru. Weißt du, an was mich Oru erinnert? An was? An den türkischen Ori. Ich hatte in meiner Kindheit einen Freund, der nennt sich Onur. Onur und Oru hört sich für mich an wie Ori and the Blind Forest, nur in Onur. Grüße gehen raus, by the way, an Onur, Alter, falls du das siehst. Kuss geht raus. Kann man eigentlich unten auf die Route oder bist du einfach in die Höhle reingesteppt? Du kannst nur oben, glaube ich, auf die, in die Höhle. Wen kämpfst du jetzt? Bist du schon in der Höhle? Nein. Damn, boy, damn. Wo steht die denn? Wer steht denn hier noch? Hier. Wie bist du da hochgekommen? Durch die versteckte Geheimen. Ach, da hinten. Weg. So, ich bin gespannt, ob das Pokémon bzw. der Trainer immer noch hier ist. Ist das nicht auch Psycho, Ronzel? Oder erst Ronzel später? Ist auch Psycho, ja. Würde ich aber... Macht mehr Schaden als meine Düse. Ja, das ist klar. Die Frage ist nur... Ah, okay. Ja gut, easy.
So. Ja, wir sind definitiv minimal overlevelt. Aber eigentlich nicht. Ich find's halt wack, dass die Levelkurve so schlecht ist, ne? Hm. Ich meine, der Arenaleiter war 22. Der Commander war 25 und jetzt kämpfen wir halt wieder gegen 15er bis 19er, so gefühlt. Ist halt ein bisschen wack, aber gut. Geh raus zu Loonies da. Hä, warum ist er jetzt vorne? Habe ich gewechselt? Okay. Du bist ziemlich low, ne? Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Der würde bestimmt was tanken, aber... Ich will halt die anderen leveln und nicht immer meine krassen Mon vorne hin pflanzen. Da gehe ich zwar einfach durch mit Büffelhüfte, aber Büffelhüfte ist halt 28 schon, Mann. Und gleich 29. Ja, der große Mond. Ich habe sogar schon Mon auf Level 30. Das ist, andere Liga. Freut sich wie Sau. Hätt's gar nicht gebraucht. Hätt's auch so weggeputzt. Ja, moin. Du stirbst gleich direkt weg. Wie er sich freut, ne, der Riesenmond. Das könnte, by the way, auch noch ein bisschen problematisch werden. Oh. Dass die freundschaftlich mit uns sind und so, ne? Das ist ein bisschen, weil eigentlich ist es ein bisschen OP. Wobei, es hat sich bisher noch nicht so bemerkbar gemacht, aber trotzdem, es ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, bei mir schon. Echt? Ja, ja. Okay. Ich habe oft die Herzen, wo sie irgendwie ausweichen und Volltreffer für mich landen. Okay. Albrecht! Albrecht. Oh. Was macht Nadra? Ah, das ist doch mehrfach hintereinander angreifen, ne? Ah, aber 95 ist jetzt nicht so geil. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich habe Kreuzschere. Was will ich mit Nadra-Rakete? Nee, weg damit. Ja doch, habe ich doch selber jetzt für mich entdeckt. Schmutz. Muss ich alle Trainer machen? Nö. Nee. Kann ich einfach in die Höhle reinstecken? Ja, klar. Wow, skippy dupi dupi dupi. Ich liebe Verwirrung. Oh. Natürlich war es ein Low Roll. Heilen gehen. Und ich krieg keine Verwirrung. Was können wir? Einfach heilen gehen. Ja, war ich doch gerade. Ja, ich nicht. Ja, du bist ja auch nicht der. Pokémon Profi! War das gut so? Da ist der Knopf. Ja, da komme ich nicht hin. Der Pokémon Profi! Ich denke, ich habe das ganz gut nachgemacht. Sagt der, der schon zweimal fast den Nuzlocke verloren hätte, weißt du? Schon zweimal. Hui. Oh. Schon in der ersten Folge Hui. Und bei der zweiten oh. Arena. Bruder? Hui. Jetzt. Ich hab's geschafft. Und bei dir war es nicht mal close. Kraterberg? Uff, Bruder. Was gibt's da drin? Warte mal, haben wir nicht Encounter aus dem Kraterberg? Waren wir nicht schon im Kraterberg weiter oben drin oder war das ein anderer Berg? Ich gucke schnell. Wo wir unsere... Was haben wir da bekommen? Nee. Kraterberg? Nee, da ist nur hier.
Hey, hier so. Oh. Die waren im Kraterberg. Ja, dann war's das halt, ne? Mit dem Encounter. Da gibt's gar keinen. Yes! Yes, 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 yes! Wah, 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 wah. Ich verstehe das mit dem Flügelschlag immer noch nicht, Alter. Oh, das macht sich. Ich verstehe nicht, warum man diesen Pokémon Flügelschlag wegnimmt. Oh! Wer ist denn das? Der will jetzt aber nicht gegen mich kämpfen, oh, sheesh. Oder? Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist, Junge? Einer Theorie zufolge. Weißt du, der kommt einfach und labert dich voll, voll random, ne? Ich meine natürlich, einer Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals, in Legenden Arceus, war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Und meine Organisation war actually nett. Ha, aber das ist Vergangenheit. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich, du kleiner Keck. Oh Gott sei Dank. Bye! Bye, Beach! Aber safe kommt doch jetzt hier gleich unser... Kollege hier um die Ecke steppt, oder? Meinst du, der will wieder unsere Videos claimen? Ja. Der war lange nicht mehr da. Kann gut sein, ja. So. Gibt's da oben irgendwas? Nee. Hast du nachgesehen? Ja. Da kommst du nur mit Surfer durch. So, hast du Ether mitgenommen? Skibidi-babidi-boo. Ha? Ether gab's da. Ich weiß nicht. Du guckst auch keine Steine an, ne? Ich guck keine Steine an, solange sie nicht glänzen. Denn wir sind im Pokémon Iced Out, nicht in Pokémon. Ich sammle Steine. Ist 208 schon wieder irgendeine andere Route? Nee. Doch. Echt? Ja. Guck sonst auf die Map, aber es dürfte eine neue Route sein. Rede! Alter, die ganzen Kleinsteins hier, ne? Ich hab kein Macholo mehr. Das heißt Macholo. Macholo? Macholo. Macholo? Ja. Peaks Macholo in den Po. Plipprin freut sich des Todes. Er schlägt mich ab. Ich hab kein Item, du Idiot. Das war ein Volltreffer. Alter. Ach doch, ich hab eine Flinkklaue. Fuck. Machst du mich aus? Ein wenig. Scheiße, ich hab vergessen, dich zu verprügeln. Mist. Was? Ich hab dich einfach verschont nach dem Stream. Ich wollte doch ein blaues Auge verpassen. Mit meiner plipprigen Kletsche. Klaps. Hol ich noch nach. Winfried! Winfried! Ja, wir sind bald in der nächsten Stadt, ne? Was war noch gleich die nächste Arena? Achso. Warte mal, war in Herzhofen nicht dieser Park? Ich weiß es nicht. Herzhofen, die Stadt heißt Herzhofen. Ob ab da die Pokémon hinterherlaufen? Ja, das ist das, was ich jetzt gerade mich gefragt habe. Ich mich auch, nur ich habe das laut ausgesprochen. Ich habe literally gefragt, ist in Herzhofen nicht dieser Park? Hell are you talking about? Das impliziert nicht, dass sie danach hinterherlaufen. Bebebebebe. Okay. Hier, die landen extrem oft Volltreffer, weil sie mich lieb haben. Also, das ist schon krass.
empfinde ich auch sehr oft aus bei mir. Empfinde ich als größeres Problem als den... Das mit den Leveln? Als den ja, OP-Teiler. Als den OP-Teiler, ja. Ehrlich gesagt, die, aber... Also, das triggert halt bei mir auch die ganze Zeit, ne? Also mich haben meine Pokémon anscheinend extrem doll lieb, also... Die mögen mich. Was hat er? Onix? Yes. Der hat Onix. So. Los, Patschi! Blubstrahl! Ja, der hat wieder... Scheiß Robo-Teile. Das ist legit die nervigste Fähigkeit im Pokémon, Alter. Hier, ausgewichen. Warnruf. Alter Schwede, ey. Vielleicht sollten wir das irgendwie... Vielleicht sollten wir dem entgegenwirken? Indem wir die Pokémon einfach nicht verwenden? Nee, aber es gibt ja gewisse... Items, die man verwenden kann, womit die Freundschaft sinkt. Ja, aber du kannst sie ja irgendwann nicht mehr senken, wenn die dauerhaft gepusht wird, oder? Doch, du kannst denen immer neue, was gibt's da, Kräuter und so reinjagen, die sie nicht geil finden und dann hassen warte die mal, das ist eine neue Route hier, ne? Ja, ne? 208. Die ist willig da unten, guck mal. Guck mal schnell nach. Ich kümmere mich um die willige... Das war ja klar! Um du die willige Valerie. Um die Bitch kümmern, wir haben es ja jetzt ausgelöst. Um die willige Valerie ja, kümmere ja, ich mich ja, jetzt. Ja, ja, genau. Hallo! Das ist eine neue Route, da waren wir noch nicht. Guck mal, 208. Hallo, ich bin dein Ritter. Oh, 12. Die willige Evelyn. Da war gar nicht so weit davon entfernt. Warte, das ist eine neue Route. 206, ja. Hier ist 207, 208. Ja gut. Fressen Eulen Bienen? Nee. Meinst du nicht? Mhm. Also meine Eule schon. Oh, ich hätte jetzt ganz Dings vorne gehabt. Dragon. Fressen Eulen Rosen? Nein. Meine schon. Glaube ich dir nicht. Männliches Wadrippi. Peaks. I peaks you. In your ass. Und tschüss. Okay, also du hast gesagt, hier ist ein Encounter, ne? Ja. 208, die Rudel. Oh, hier habe ich Bidi fast bekommen damals. No, Basti, es tut mir doch leid. Tut mir doch so leid. Du, die Zubats, die triggern dich aber, ne? Zubats. Komm wieder Zubats. Zurück zu Zubats mir. Ohne Flügelschlag. Die kommen jetzt die ganze Zeit. Ich will bei dir sein. Oh, holy shit, ich hab vergessen, dass das Ding mega sauber kann. Kennst du F-Ross? Hieß der F-Ross? Geist aus dem Kommentar? Kennst du Tut mir doch so leid von F-Ross? Oder wie der hieß? Ich weiß grad gar nicht. Nee. Nee? Dann hast du keine Kinder, keine Teenagerino gehabt. Furienschlag. Ja, das ist doch perfekt für dich. Weil guck mal, guck wie er aussieht. Hast du mir jetzt gesagt, ich bin eine Furie? Also, wir können gerne den letzten Stream nochmal rewinden. Nee, ich habe nur auf deine Anschuldigungen und Sticheleien reagiert. Das auf ist meine einfach, Anschuldigungen? Das ist einfach nur ein Spiegel vorgehalten. Nee, du warst einfach sauer. Nee. Dass ich Never. Deinen Geburtstag nicht direkt entlarvt habe. Ja, weil, also du musst schon meinen Geburtstag wissen nach zwei Weiß Jahren. Weiß ich doch, das ist doch ein Joke für YouTube. Meinst du? Also ich weiß. Aber sag's den Leuten ich nicht. Ich weiß dein direkt. Der ist eingebrannt. Okay. Aber du hast mich trotzdem wie eine Furie gehauen. Und deswegen passt die Attacke trotzdem sehr. Meinst du so? Klatsch halt schön, du hast gerade schöne nackte Arme. Du spielst mit dem Feuer, ne? Das weißt du. Welches Feuer? Ja. Siehst du? Genau. So. Du darfst dann bald wieder mal die Pratzen halten. So läuft nämlich der Hase. Oh, danach habe ich immer Kopfschmerzen, Leute. Wenn er dann mit mir kickboxt, danach habe ich immer... Was hast du jetzt gefangen?
Tja. Hättest du mal aufgepasst. Ein Anton. Ja. Anton. So, die Frage ist, kriegst du hier noch einen Encounter? Weil wenn nicht, dann ist der useless, der... Du hattest jetzt Zubat, Bidifast. Ja, mal alles. Zubat, Bidifast, Macholo. Macholo? Ja, das sieht nicht so nice aus für mich, ne? Ist das ein Künstler? Hat der von dem Trainer, wurde ich auch mal fast zerflext, Alter. Ich glaube, der hat Bidifast oder so. Oder was hat er alles? Pantimimi. Was war denn jetzt eigentlich auf der Route, was dich so weggeflext hat? Ich glaube, ein Kleinstein war das. Mit Finale oder was? Hat damals Finale oder Explosion eingesetzt und meinen Starter einfach gekillt. Scheiße. Ja. Haben die überhaupt Finale oder Explosion? Sie setzen es gar nicht ein. Probably. Wir haben schon ein Mediti, ne? Ja. Retofisto. Yes. Ja, vielleicht gibt's hier was. Vielleicht auch nur zu einer anderen Tageszeit, oder was? Was ist denn das hier, die Mobile Zone, oder? Was ist das hier? Du kleiner Keck, ey. Ey, ich bin ein richtiger Noctu-Fan geworden. Anton. Ich bin ein richtiger Scooty-Fan geworden, Junge. Scooty. Scoo, Scoo. Also mittlerweile bist du einfach nur noch am komischen Geräusche machen, ne? Ja, das ist dein Commentary. Es tut mir leid. Was soll ich sonst machen? Amazing. Ich hab... nach so viel aufgenommenen Folgen nicht mehr viel zu sagen. Mein Kopf ist ein bisschen matschig. Ah ja. Was? Ah ja. Wie muss ich das jetzt deuten, wie du das gesprochen hast? Oh nein. Ja, das deute ich schon lieber. Oh. Ein Hasspyro. Wow, wow, wow. Hier gab's, by the way, in Renegade Platinum ein absoluten ekelhaften Kampf, der Nuzlocke absolut beendet. Also wenn ihr Renegade Platinum noch nicht gesehen habt, was fucking lächerlich ist, weil das war die amazingst krasseste Nuzlocke auf diesem Planeten, dann guckt sie euch jetzt an. An der Stelle wipen viele Runs. Soll ich was an den Baum schmieren? Du könntest auch mal den Text vorlesen, dann musst du nichts schmieren. Du wolltest doch schon... Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Du musst drücken. Ohne dich wäre mein Hasspyro wer weiß wohin gelaufen. So, Hasspyro, zurück in den Pokéball mit dir. Mein Name ist Julia. Ich bin Jurorin bei der... Superwettbewerbsshow. Mein Gott, das ist ein Wort. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Tüdelü. Hast du gehört? Sie will mir angemessen danken. Julia. Grüße gehen raus an die Julia. Ach, Leute. Also mir wird irgendwie nie gedankt, wenn ich Essen koche. Nee, das ist eine Lüge. Das wird eine Lüge. Er dankt mir wirklich. Er dankt mir oft. Sehr oft. Ja, ja, ist kein Arsch. Nur wenn die Kamera an ist, dann ja. Hey, wow, 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 jetzt. Ruhig mit den jungen Bonitas hier. Du kannst doch nicht Firmengeheimnisse leaken. Deine ganze Karte verraten. Was ist denn das? Hast du gerade was zu tun? Guck mal, ob es hier andere Encounter gibt. Und wenn ja, zu welcher Uhrzeit? Dann gehe ich einfach zu einer anderen Uhrzeit hier rein. Morgen früh oder so, kein Plan. Ich glaube tatsächlich nicht. Was meinst du, Shindy? Ich glaube nicht. Nein, glaubt auch nicht. Ich könnte noch an den Baum schmieren, dann kriege ich Watrivi. Oh, tschüss, True. Mach das. Schmier den Baum. Gut, ich schmier den Baum. Ich muss aber innerhalb von 24 Stunden da rangehen, ne? Und es dauert mindestens eine Stunde, bis da was kommt. Bis der wackelt. Ja. Hallihallo. Oh, dich kenne ich doch. Aber woher noch gleich? Ich hab's. Ja, du hast doch damals in Jubelstadt diese schrecklichen Typen abgefertigt. Nach dem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich angestellt. Ich habe dich auf Facebook gestalkt und bei Google eingegeben. Kam nur Schmutz bei rum, Alter. Und YouTube? Sowas machst du also? Ja? Oh Mann. Kann man davon leben? Wie viel Geld verdient man eigentlich so? Dabei bin ich doch glatt. Habe ich doch gleich herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Eich... Eibe zu tun hast. Aber auch mit Eich natürlich. Du bist ja Champion von allen Regionen, habe ich gehört. Du verdammter Loser. Wärst du nur in ein Büro gegangen, um zu arbeiten, Alter?
hätte ich mehr Respekt vor dir. Wusstest du eigentlich, dass Influencer 2021 zum, ich glaube, in der Top 3 der unbeliebtesten Berufe, also beziehungsweise der Jobs gelandet ist, die am wenigsten Respekt verdient haben? Was? Ja, tatsächlich. Unter, ich glaube, die Prostituierte war darüber und die Fachkraft für Reinigung. Ne, das hieß ja früher Putzfrau, ja. Putzmann, ja. Putzkraft. Heute heißt es Fachkraftreinigung. Influencer ist ganz unten in den Top, also in den, was ist das Gegenteil von Top? In den Pot 3. Pot. Respektabelste Berufe. Aber das war jetzt nur mal so ein, ne? Ja, ich hoffe, nice. Dir gefällt dein neuer Lifestyle und dein neues Ansehen in der Gesellschaft. Ich hoffe, du bist damit. Ich find's geil. Ich hoffe, du bist damit fein. Ja. So. Außerdem sollst du, verdammter Loser, mühelos einen Arena-Orden nach dem anderen eingesehen. Ja, total mühelos. ich sag dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich deinen großen Bizeps bei Instagram betrachtet habe. Sorry, ich plapper wieder wie ein Wasserfall. Aber das muss ich auch, bis diese Foxy endlich in der Stadt angekommen ist. Ich bin Lana, erinnerst halt du dich an mich? Das sagt Lana, nicht ich. Ich habe dir damals die Ballkapseln gegeben, aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. Ich gehe jetzt zum Bärenmeister. Der hat bestimmt Bären für mich. Und dann hört sie einfach auf zu babbeln. Fragia-Bäre. Ba, 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 ah nein, ich wollte nichts kaufen. Ba, ba. Geh mir weg damit. Jetzt habe ich einfach eine Bäre gekauft. Hau doch ab, du Sau. Was ist denn der Bären? Platz der Treue. Ich will jetzt Pokémon. Hau ab. Wieso kann man Bären kaufen? Oh, es ist nur ein Pokémon bei mir. Teilnahmeberechtigt. Weil nur das eine Pokémon dich anscheinend liebt. Oh, guck mal. Das ist super langsam. Und das ist halt echt... Das ist halt echt eine Schildkröte, Mann. Wie süß. Voltwechsel. Holy shit, das ist eine richtig krasse Attacke. Aber ich glaube, niemand von meinem Team kann die. Mal sehen. Ich hab ein Pokémon, was das lernen kann, Mew. So, hier können wir die Knusps machen, aber die sollten wir vielleicht nicht machen, weil die ja Freundschaft und so erhöhen, ne? Wenn wir irgendwann aber an einem Wettbewerb teilnehmen, müssen wir die nehmen. Ja, eigentlich würde ich schon gerne mal gegen dich in einem Tanzwettbewerb teilnehmen. Ja, ich würde auch gern gegen dich einfach mal gewinnen und dich echt alt aussehen lassen. So wie im Intro. Da findest du, tust du mich alt aussehen lassen? Ja, also klar. Ich finde, mein Fortnite-Dance schlägt auf jeden Fall das Herumgezappel. Das ist einfach out. Ich das habe Herumgezappel, einfach, was du machst. Ich habe Rumgezappel? Ich habe ja. Einfach... Ja, es ist nicht Topform, so wie ich sonst tanze. Ah, ne? Natürlich. Sonst bist du ja... Ja, sonst hau ich voll rein. Maschallah, aber Alter. Es ist ja YouTube. Ich kann ja hier nicht einfach mit meinem Arsch wackeln. Ja. Ne? Darf ich ja nicht. Voila. Wo ist denn das? Hier oben? Bist du hier reingegangen? Nanu, offenbar will das Pokémon, was du gerade spazieren, oder was, aus dem Pokéball heraus. Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein, Allah. Dein Pokémon würde sich bestimmt riesig freuen, wenn du es in Zukunft aus dem Ball lässt. Okay, und jetzt haben wir automatisch das Feature, oder wie? Oh. Nur, dass er dir niemals hinterherkommt, der Arme. Ja, deswegen kommt er auch straight wieder in den Ball, Alter. Ah. Meiner ist schneller. Scooty. Alter, guck dir mal die Eule an. Ey, das ist ja cool. Schau dir mal das an. Kann Knusper sein? Also, ich find's gerade echt geil, dass der... Guck mal, wie der düst, Alter, wie Naruto. Plipprin ist einfach Naruto. Du meinst wie Naruto? Naruto! Naruto! So, Freunde, und bevor Danke! Wir... Bevor wir um... schau mal, es ist schon 2 Uhr morgens. Bevor wir um 2 Uhr morgens Stress mit unseren Nachbarn bekommen, würde ich jetzt nach 35 Minuten einfach mal die Folge abmoderieren und mich bei euch bedanken dafür, dass ihr wieder zugesehen habt und mich in die Nacht verabschieden. Ich will nur gesagt haben, auch im Spiel ging gerade das Licht aus. True. Es ist gerade nochmal dunkler geworden. Ja, so ist es. Freunde,
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern mit dieser Folge. Es war eine turbulente Session, ne? Drauf und drunter. Zuerst haben wir kassiert ohne Ende, dann haben wir geschwitzt ohne Ende. Und dann nochmal ein bisschen was erforschen und erkunden können. Beim nächsten Mal werden wir mit unseren neu befreiten Pokémon aus den Bällen wahrscheinlich an einem Wettbewerb teilnehmen oder so. Ja, mal schauen. Mal gucken. Ich weiß jetzt auch, warum mein Commentary so garbage war. Es ist einfach schon 2 Uhr morgens. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Naja, und wenn es nicht 2 Uhr morgens wäre, wäre dein Tanz natürlich auch nochmal um einiges besser. Du musst in die Richtung gucken, damit du mich in der Facecam ansiehst. Ach ja, Moment. Okay. Freunde, lasst einen Daumen da. That's it. Guckt in dem Merch-Shop vorbei und schaut bei den Streams rein. Wir haben immer mächtig viel Spaß und dementsprechend würde ich sagen, haut rein. Möchtest du noch was? Möchtest du den Leuten noch was sagen? Ich würde euch eine gute Nacht wünschen, aber ihr guckt es bestimmt, wenn Tag ist. Also wünsche ich euch einen schönen Tag. Und uns wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Word. Bis zum nächsten Mal.